Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal etwas anderen Content und zwar reagiere ich mal auf ein anderes Video. Aber nicht auf eine andere Person, sondern auf mich selber, denn ich war vor gut 3 Jahren im Fernsehen bei Sat.1 und zwar bei Luke Mockridge in der Sendung. Damals hatte er eine Sendung, die hieß Luke vs. Köln und zwar hat Luke Aufgaben gegen die Besten in ihrer Sache aus Köln gemacht im Fernsehen und da wurde ich kontaktiert als stärkste Frau Deutschlands und sollte dann bestimmte Aufgaben gegen ihn machen. Und das ganze Video schauen wir uns jetzt an. Unser erstes Thema finden wir hier, mitten in Köln, direkt vor dem Dom, auf der Hohenzollernbrücke. 409 Meter lang, 29... Kleiner Funfact, ich glaube, das Video schaue ich mir zum ersten Mal komplett an, weil ich habe mir das damals, als es im Fernsehen war, lautlos angeschaut, weil ich hatte damals ein großes Problem mit meiner Stimme, weil man hört sich ja selber immer anders als auf Videos. Ich glaube, das kennen einige. Mittlerweile komme ich damit auch zurecht und kann mir auch meine YouTube-Videos ansehen. Und das war damals sehr unangenehm, aber ich bin gespannt, wie es jetzt ist. 1,5 Meter breit und mit mehr als 1500 Zügen pro Tag die meistbefahrene Bahnbrücke in ganz Deutschland. Das ist auf jeden Fall die erste Kandidatin, die dran war. 2008. Befestigen verliebte Paare hier Vorhängeschlösser an den Gittern der Brücke und werfen da Schlüssel in der Reihen, um damit ihre ewige Liebe zu symbolisieren. Mehr und mehr Paare haben mitgemacht. Schätzungsweise 500.000 Schlösser hängen inzwischen an der Brücke. Das entspricht etwa 40 bis 45 Tonnen. Ich glaube, es gab sogar auch mal eine Zeit lang die Gefahr, oder die dachten, das ist gefährlich, dass die Brücke Einsturz gefährdet ist, weil zu viele Schlösser daran hingen. Aber ich glaube, das haben die dann geprüft und da mussten keine Schlösser entfernt werden. Das heißt, es sind immer noch wahnsinnig viele Schlösser drauf. Und ich muss sagen, ich habe seitdem immer ein bisschen Angst, wenn ich über die Hohenzollernbrücke gehe, weil ich das Gefühl habe, nicht, dass ich jetzt das extra Gewicht bin und die Brücke einbricht. So viel, dass man zwischendurch um die Statik der Brücke fürchtete. Habe ich nicht gesagt? Die Bahn gab aber inzwischen ihr Okay. Und so durften alle Paare weiterhin ihre Liebe hier auf ewig festhalten. Das tun sie auch fleißig. Schätzungsweise 100.000 Schlösser kommen pro Jahr neu dazu. Luke, hast du schon mal jemals ein Schloss dahingehängt? Nein, ich habe noch keins dahingehangen, aber ich... Man kennt sie natürlich. Das ist ja das Erste, was man sieht, wenn man mit der Bahn nach Köln reinkommt. Ja, und Simon und ich haben auch schon ein Liebesschloss für dich da dran. Ah, echt? Heute, ja. Es wird aber gleich wieder entfernt. Und für das erste Duell, da haben wir eine echte kölsche Gegnerin besorgt. Und es ist eine Frau, aber nicht irgendeine, sondern es ist die stärkste Frau Deutschlands, geboren in Köln-Polen. Sie studiert an der Kölner Sporthochschule, ist deutsche Meisterin in Kraft-Dreikampf und stemmt jemanden wie dich einfach mal so zum Frühstück. Hier ist sie, hier ist Lea Schreiner. Bitteschön. Falls jetzt wieder jemand schreibt, lange blonde Haare stehen hier besser. Damals hatte ich Extensions. Ich finde, es schaut sehr cool aus. Aber Extensions haben leider meine Haare ein bisschen kaputt gemacht. Deshalb bin ich jetzt auf Natur-Haarfarbe wieder umgestiegen. Aber ich habe mich da sehr, sehr schön gefühlt. Ich bin da so wie Topmodel da drauf hingewalkt, weil ich auch, man wird ja dann immer geschminkt und alles und kriegt eine Maske. Und ich glaube, das ging über 1,5 Stunden. Und danach schaut man, also man schaut nicht total anders aus, aber man schaut halt einfach fresh aus. Und dann ist natürlich das Selbstbewusstsein nochmal ein bisschen größer. Also war bei mir der Fall. Und das sieht man jetzt nicht, aber es gab eigentlich fast niemanden im Publikum, weil damals Lockdown war. Und es waren im Publikum eben nur die, die bei den Challenges dabei waren. Das heißt, ich war dann nach meiner Challenge auch im Publikum. Also deshalb, ich glaube, wenn nochmal mehr Publikum ist, ist man, glaube ich, nochmal aufgeregter. Wobei, then again, wird man so angestrahlt, dass man eigentlich fast gar nichts sieht. Lea, herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf diesen einen Moment wie ein kleines Kind. Ich will einen Bizeps-Vergleich. Du, also Andrea, du könntest der kleine Finger von Lea sein irgendwie. Ja, ich hab gar keine Muskeln, sie besteht aus Muskeln. Ja, Bizeps-Vergleich, das ist mein Highlight, komm. Bizeps-Vergleich? Ja. Komm, geh mal ein bisschen rüber hier. Durch Null darf man ja nicht teilen, ne? Alter! Da gehen 2 Oberarme von dir rein. Damit es fairer ist, sollte man vielleicht Lukes Oberschenkel nehmen. Das ist dann gerechter. Was machst du denn genau? Also die stärkste Frau, machst du so Strong Women? Also ziehst du so LKWs auf DSF oder was machst Habe ich auch schon mal ausprobiert. Ja? Also nicht LKW ziehen, aber Strongman. Und ich mache Powerlifting oder Kraft, also auch bekannt als Kraft-Dreikampf. Schau, das schauen wir uns an. So sieht Lea in Action aus. Nice. Ja, das sind bis zu... Ah, Rücken gerade, Lea. Mann, Anfängerfehler. 210 Kilo, oder?
stemmst du? Ja, 220 habe ich jetzt im Training gemacht, sind ja leider keine Wettkämpfe, aber bald geht auch mehr. Dein Rekord liegt bei? Das sind 210 Kilo gewesen bei der deutschen Meisterschaft. Boah, Wahnsinn. Sag mal, könntest du den irgendwie in die Höhe kriegen? Locker dann, oder? Ich wiege 81. Sag mal, witzig, wenn Leute dann mal fragen, kannst du den dann hochdrücken ungefähr? Also die denken immer so, natürlich. Und da habe ich dann auch, glaube ich, erklärt, wenn man denn Körperspannung hat, ist das möglich. Das Ganze habe ich nämlich mal mit Matthias Mester gemacht. Der ist früher bei den Paralympischen Spielen auch angetreten, im Speerwerfen. Ich war bei Stabhochsprung, hat das nicht gemacht, im Speerwerfen. Und er hat so einen schönen pinken Sperma gehabt. Und er hatte eine Zeit lang, also er macht generell sehr witzige Videos und hat mir dann mal geschrieben, du Lea, lass uns mal ein Video machen. So nach dem Motto, ich hätte gerne eine Frau, die mich richtig drücken kann oder so. Also ich weiß nicht mehr genau, vielleicht können wir das einblenden. Und dann haben wir eben nachgestellt, so, ja klar, komm her. Und dann habe ich ihn gedrückt. Also tatsächlich, wir haben Bankdrücken und es war gar nicht so einfach. Und mein Handgelenk hat so sehr weh getan, weil du musst erstmal so einen Menschen auch stabilisieren können. So klar kann ich über 100 Kilo drücken, aber ein Mensch, der, ich weiß nicht, was wirklich 65 Kilo, ist halt viel schwerer, weil du es ja auch nicht wirklich greifen kannst. Das ist ja nicht die Stange und eben Körperspannung muss da sein. Bei dem war die da. Später haben wir es auch mit wem anders in der Show probiert. Ich glaube, das wird nicht mit reingenommen. Das hat nämlich auch nicht geklappt. Kilo. Wenn du Körperspannung wie eine Hantel hast, oh, komm. Hab ich. Ja, komm, Luke. Ja, komm, das, also, wir dürfen uns zwar nicht zu nahe kommen, aber du bist ja auch getestet. Ja, genau. Wenn ich jetzt deine. Ich hab's uns überlegt. Tested Athleten. Sonst squatte ich dich. Du kannst mich auch gerne squatten. Ich weiß nicht, ob das klappt. Lea, du darfst mit Luke machen, was du willst. Gerne squatten. Okay, aber sonst hatte ich überlegt, gehst du auf meine Schulter und vielleicht können wir ein paar Kniebeugen machen. Ja, das haben wir übrigens alles auch nicht geübt. Also es war improvisiert, mein Vorschlag, ihn dann zu beugen. Und ob das geklappt hat, das sehen wir uns jetzt an. Also Lea macht die Kniebeugen. Soll ich mich jetzt dann... Was mache ich jetzt? Du gehst auf meine Schulter. Setz mich auf deine Schulter. Ja. Wir probieren es einfach mal aus. Und? Wahnsinn. Es sieht bei Lea sehr leicht Wahnsinn. Aus. Wahnsinn! Alter. Schaut, er hält meine Hände nämlich auch fest. Und dann habe ich mir auch gesagt, bitte nicht Händchen halten. Ich Händchen halten. Das ist eine Aufwärmübung für Lea. Du versuchst du gerade, deine Gegnerin schon mal müde zu machen. Stimmt. Wenn jetzt irgendwie Twitter-Feministen einschalten, habe ich ein Riesenproblem. Wir können das, Lea, wir können das ja auch... Gerne. Das hätte er nicht sagen sollen. Umdrehen. Soll ich dich mal... Komm. Noch ein kleiner Funfact zum Zeitpunkt, wog ich da 85 Kilo. Also man sieht, die war nicht ganz so lean. Aber ich finde, es schaut auch sehr gut aus. Also... Okay. Lea, du musst auch deine Gegner ein bisschen müde machen. Ja, ich mal gucken, ob er das überhaupt schafft. Und was war's mit... Ich wog, weiß nicht, knappe 90, Mitte 80 irgendwas. Und ich glaube nicht, dass Luke Mockridge viele Kniebeugen gemacht hat. Ich glaube, das war für den One-Rap-Max. Sieht das aus wie eine Geburt eigentlich gerade? Das können wir auch mal bei Catch spielen, Luke. Okay. Bist du bereit? Eins. Spannung? Er probiert's schon die ganze Zeit. Oh. Ich habe ein bisschen Angst um Lea. Mega. Luke, spar dir die Kräfte. Lass Lea sicher wieder runter. Ja, runter musst du alleine. Da hab ich nicht sanft runtergelassen. Ich hab fast runtergefallen. Aber konnte mich noch. Sehr gut. Aufhören. Also, okay, das war Spiel 1. Das hättest du jetzt Punkt. Gerne. Ja. Nein, also Haltungsnoten hat definitiv Lea schon mal die besseren, aber darum geht es hier jetzt gar nicht. Ich schicke euch mal. Bist du jetzt schon außer Atem? Nein. Oh, nur ein bisschen. Du kannst noch ein bisschen verschnaufen. Ich schicke euch weiter zu Simon. Der erklärt euch jetzt, um was es bei unserem wunderschönen ersten Duell geht. Alright. Kommt mal zu mir rüber. Lea an meine Seite. Ich brauche eine Bodyguardin in dem Fall. Und Luke, du darfst drüben. Zum Glück habt ihr noch. Simon Pierce ist auch sehr, sehr nett. Den habe ich auch später nochmal in Köln getroffen, weil gerade. Moderatoren sind ja auch viel unterwegs und dreht auch gerade einen Film in Wien. Und ich bin ja gerade auch in Wien, sind es noch nicht über den Weg gelaufen, aber hat auf jeden Fall die Sendung sehr, sehr, sehr gut moderiert, fand ich. Eure Beine beansprucht, weil die braucht ihr jetzt gerade nicht, eher eure Arme. Ich habe euch, wie ihr sehen könnt, ein Stück Stahlgitter aus der Hohenzollernbrücke rausgeflext und bis in eurem Privatleben recherchiert. Hier hängen
An jedem Stück Gitter 30 Liebesschlösser, also eure 30 letzten Beziehungen, Lea, bei dir halt, Luke, der letzte November, wie du sagen würdest. Und eure Aufgabe ist eigentlich relativ einfach, zumindest auf dem Papier. Ihr müsst diese Schlösser knacken und abnehmen. Ein Schloss knacken, abnehmen, dann das nächste. Wer als erstes alle 30 Schlösser geknackt hat, der hat diese Challenge gewonnen. Ihr könnt euch jetzt vielleicht schon mal die Schutzbrillen aufsetzen. Also Lea, bist du bereit, als Erste für die Stadt Köln anzutreten und Luke erstmal einzubremsen? Vielleicht muss ich hinzu sagen, ich muss meistens Dinge erstmal ausprobieren, damit ich auch full force reingehen kann. Und das konnte ich leider vorher nicht ausprobieren. Ich weiß aber, dass Luke alles vorher geübt hat, das war so ein bisschen unfair. Ja, aber wie gesagt, schauen wir uns das Ganze erstmal an, bevor ich nach Ausreden suche. Ja? Jawohl. Also ihr seid bereit, ihr habt die Bolzenschneider schon im Ansatz. Deswegen würde ich sagen, die erste Challenge, Luke vs. Köln startet. Ed, Yate, los! Und direkt entfernen, genau. Sehr gut. Da war ich sehr aufgeregt, Oh Gott, ich habe Angst, dass Lea diesen Bolzenschneider verbiegt. Bis jetzt marschieren sie relativ gut im Gleichschritt. Ich muss natürlich bedenken, irgendwann wird das auch im Laufe anstrengender. Luke macht schon mehr Geräusche. Man sieht aber auch mal den Stand, wie viel steht. Eine Mischung aus Krafttechnik. Genauso wie Schuhe anziehen. Ja, Luke, bitte jedes Schloss sofort entfernen, hängen lassen. Nicht schummeln. Jetzt wird er wütend. Luke pumpt schon. Jetzt kommen die Beziehungen, die halt auch wehtun. Das fällt dann schwerer. Das kennt man natürlich. Am Anfang die ersten Grundschulfreundinnen. Lea nimmt gleich das ganze, die ganze Brücke auseinander. Die Frau darf man nicht auf die Hohenzollernbrücke lassen. Es ist aber immer noch knapp, soweit ich das einschätzen kann. So, Lea, ich glaube, dein Bolzen. Und ich bin der Meinung, die haben mir auch eine stumpfe, einen stumpfen Bolzenschneider gegeben, weil meine hat manchmal irgendwie nicht, das hat manchmal nicht richtig funktioniert. Und würde ich es nochmal machen, glaube ich, würde ich mein Körpergewicht ein bisschen mehr mitbenutzen und nicht alles aus den Armen machen. Aber. Schneider, mach es mal vorne. Warte schon. Geht noch alles gut? Zack. Ja. Er hat kraftmäßig das total im Griff, aber beim Abfriemeln hat es nicht so. Ist keine Häklerin. Ja. Und Luke ist natürlich eher an der Häkel-Liesel groß geworden. Ja, komm schon! Luke flucht. Das ist der Hass, den wir sehen wollen. Sehr gut, Luke. Jetzt wird es richtig anstrengend. Jetzt werden die Möbel heiß. Ja, ja, man merkt das. Er arbeitet den ganzen Körper jetzt mit. Weil das geht richtig auf die Arme und auch auf den Rücken, darf man nicht unterschätzen. Auf Rücken ging es nicht. Ich bin ja Fitness-Guru. Boah, da flog schon der erste. Ich halte lieber meinen Mund. Lea mag das anscheinend. Aber muss sagen, Luke liegt vorne. Es wird knapp. Aber Luke ist immer noch in Führung. Lea. Die Hohen sind schwer, genau. Lea hat unten angefangen. Das hat vielleicht gar nicht so unten gelassen. Weil jetzt über Schulterniveau zu arbeiten, ist natürlich anstrengend. Aber Luke hat noch 3 zu gehen. Lea, du hast noch 7. Also du musst jetzt Gas geben. Luke, noch 2. Es wird knapp, aber es sieht gut aus tatsächlich für den Herrn Mockridge. Ich glaube, da habe ich auch so langsam gemerkt, das wird nichts mehr. Habe mir aber sehr viel Mühe gegeben und hat auch gesehen, es war wirklich anstrengend für beide Partien von uns. Und andere Challenges, die abends dann auch noch waren, waren teilweise, einmal musste er zum Beispiel Treppen steigen gegen den Weltmeister im, ich glaube es war der Weltmeister im Treppensteigen, auf jeden Fall war er sehr, sehr gut im Treppensteigen. Und dann mussten die quasi die Stiegen in Österreich, die Treppen vom Kölner Dom hochgehen und Luke hat aber einen Vorsprung mit den Punkten, die er vorher bei den Challenges gemacht hat. Unter anderem hat er zum Beispiel auch gegen Fabian Hambüchen, mussten die so gegeneinander eine Chili darin hochheben. Da hat er auch gewonnen. Er hat, glaube ich, fast jede Challenge gefühlt gewonnen, aber er hat auch alles geübt. Und dann musste er die Treppen steigen und dann ist er zum Beispiel, oder hat man auch richtig gemerkt, am Ende konnte der nicht mehr und ist nur noch so hoch gekrochen und der andere ist so hoch gelaufen. Er hatte auch schon die höchste Stufe, also er konnte gar nicht schneller, weil diese Stairmaster eben nicht so schnell ging. Und dann ist Luke auch sogar hingefallen und hat dann auch geblutet am Schienbein. Und der andere hat dann auch pausiert. Also eigentlich hätte er auch einfach weitermachen können. Und das wurde dann zum Beispiel aus der Sendung rausgeschnitten. Das fand ich ganz witzig. Und hier war nämlich auch, was bei mir aus der Sendung rausgeschnitten wurde, war eben, dass ich den Simon, den Moderator, nämlich drücken sollte. Und das hat überhaupt nicht geklappt, weil er eben null Körperspannung hatte. Aber mit Matthias Mester hat es geklappt. Der Vorletzte. Und ich glaube tatsächlich, hätte ich nicht gedacht,
Das letzte Schloss, Lukiano. Perfekt und stopp, Luke hat tatsächlich gewonnen. Jetzt ist Luke stärkste Frau Deutschlands. Wow, ich bin selber voll erstaunt. Wahnsinn. Oh. Alter, also wenn Sie noch Schlösser loswerden müssen oder mal einen Schlüssel vergessen haben, einfach mal Luke Mokic anrufen, die Handynummer kriegen Sie. Ist auch ganz cool vorher, also vor der Show wird ja auch alles immer noch mal getestet mit so, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, also Schattenmännchen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie man die Leute nennt, die testen aber alles vorher. Das heißt, vorher wurden auch schon Schlösser aufgehängt, dass die quasi vom Schatten, also vom Bild, wie schaut das Bild aus, wie lang wird das auch ungefähr dauern, nicht, dass man irgendwie das unterschätzt und es ist nach 15 Sekunden fertig oder überschätzt. Also sowas wird in einer Fernsehsendung natürlich vorher auch geübt. Und eben Luke, ich wiederhole mich, aber Luke hat auch alles vorher viel geübt. Ja, Mann! Ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich schicke euch Lukes Nummer. Achso, ich kann die Brille auch wieder absetzen. Lea, vielen Dank. Das ist was anderes als Luke mal ein bisschen zu stemmen, oder? Ja. Also mir ist großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da Danke warst. Dir. Aber ich war stärker als die Stadt Köln. Gut gemacht. Es ist auch Technik. Vielen Dank nochmal, Lea Schreiner. Kräftig. Jetzt komme ich gerade mal durch. Und das war's. Luke hat gewonnen. Herausforderung Nummer 1. Yeah, wir schauen auf die Stufen und zu Andrea Kaiser. Genau, dann wurde nämlich angezeigt, wie viele Stufen er Vorsprung dann hat für seinen letzten Gegner dann am Ende bei den Stufen. Du hast das erste Duell gewonnen und nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen die stärkste Frau Deutschlands. Dann bin ich jetzt die stärkste Frau Deutschlands. Rein rechnerisch. Nein. Meine Damen und Herren, die stärkste Frau Deutschland. Ist er nicht, aber du hast dafür etwas. Ich glaube, stand noch kurz in seinem Wikipedia-Artikel, dass er die stärkste Frau Deutschlands ist, aber ich glaube, das wurde dann schnell wieder rausgenommen. Schönes gewonnen, deine Waden, deine Muskeln werden es dir heute noch zu tausendfach danken. Ja. Du hast 30 Stufen jetzt gewonnen. Guck sie dir an, das sind die Stufen im Kölner Dom. Die muss ich jetzt nicht laufen im Finale. Genau, das ist für dich ein Vorsprung. Yes. Das addieren wir dann. Mit jedem gewonnenen Spiel bekommst du nochmal 30 Stufen von uns dazu. Und das kann wirklich Gold wert sein, denn denk dran, du trittst gegen den drittbesten Treppenläufer der Welt an, der auch aus Köln übrigens kommt. Und der muss gleich gegen die stärkste Frau Deutschlands ran. Also kann das jemand in meinen Wikipedia-Artikel reinschreiben. Luke Mokic, Comedian, Moderator und stärkste Frau Deutschlands. Wunderbar. Das war mein TV-Auftritt bei Sat.1 bei Luke Mokic und ich finde es eigentlich ganz süß gewesen. Ich kam süß rüber. Es kommt mir schon so lange her vor. Ich glaube, es ist jetzt 3 Jahre her. Und war auch gar nicht so extrem aufgeregt, aber trotzdem darf man auch nicht vergessen, wenn man so Challenges macht, also meine Erfahrung im Fernsehen ist es doch nochmal was anderes, als wenn man das jetzt irgendwie bei sich im Gym oder in einer gewohnten Umgebung macht, man ist dann doch ein bisschen aufgeregt und würde ich das jetzt nochmal machen, würde ich wahrscheinlich auch mehr noch meinen Körper nutzen, eben um die Schlösser zu öffnen, also nicht zu sehr aus den Armen, sondern eventuell mehr ziehen, aber wer weiß, vielleicht wäre es auch gar nicht so viel besser gewesen. Und war auf jeden Fall sehr angenehm und ich werde immer so gern geschminkt, also deshalb würde ich gerne öfter ins Fernsehen, wenn man immer so fresh ausschaut. Und das ganze Team war auch super lieb und ja, und Luke hat am Ende, ich meine, ihr könnt euch die einzelnen Clips auch nochmal anschauen, hat dann gewonnen, aber mit der Hintergrundinfo, er ist runtergefallen bei dem Schritte laufen, also bei dem Stairmaster. Ich glaube generell ist Luke ein sehr ehrgeizig, ich will es nicht verbissen nennen, weil es klingt immer so böse, aber ich glaube, er ist generell sehr, sehr ehrgeizig. Hat auch einige Geschwister und glaube, muss ich da auch so ein bisschen, die auch, glaube ich, im Fernsehen und Film und Fernsehen arbeiten. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Wenn ich das öfter machen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht schon wisst, worauf ich mal reagieren sollte, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ansonsten denkt dran, einen Daumen nach oben da zu lassen, einen Kommentar für den Algorithmus zu schreiben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.